Hallihallo, ich habe ein neues Video für euch heute und zwar war ich wieder ein bisschen in der Stadt bummeln und habe auch ein bisschen was eingekauft. Hier hinten steht noch ein Wichtelpaket, aber das ja, ist nicht schlimm, dass man das sieht. Diejenige hat kein YouTube bzw. ist nicht auf YouTube und man kann es ja sowieso nicht so gut erkennen, von daher ist es nicht schlimm. Das steht da hinten noch. Und zwar war ich als allererstes im Nanunana. Im Nanunana habe ich diese Ausstecher hier gekriegt. Einmal dieser Elch hier. Dann dieses Puzzleteil fand ich total geil. Mal sehen. Und schaut mal, dieses Einhorn oder Pferd. Aber ich würde jetzt schon sagen, dass es ein Einhorn ist. Auf jeden Fall kann man Einhorn draus machen oder man nimmt es jetzt nur als Mähne. Also Pferd oder Einhorn fand ich so niedlich. Ich habe ja auch die lufttrocknende Modelliermasse gekriegt. Ja, und da habe ich eigentlich vor, auszustechen und dann die Einhörner zu bemalen. Ja. Sind nicht gerade billig, diese Ausstecher, aber ja, musste mit. Dann habe ich hier diese Kerzen gekauft. Ich weiß nicht, ob man es jetzt so gut sehen kann. Und zwar sind das Totenkopfkerzen. Die fand ich ja mal mega toll. Kann man sehen? Oh, naja. Ist wieder zu dunkel hier, aber ja, jetzt kann man sie sehen. Die sind doch mal geil, oder? Diese Teelichter. Die habe ich dreimal mitgenommen. Ich zeige jetzt nur einmal rein, weil ich musste die mitnehmen. Die sind sowas von geil. Habe ich noch nie gesehen, woanders. Ja, die durften auch mit. Dann habe ich, weiß ich nicht mehr wo, aber ich glaube, das war bei Woolworths, diesen Lolli hier gekauft. Als Lebkuchenmännchen. Der sieht schon so lecker aus. Also am liebsten würde ich ihn sofort auspacken und essen, aber ich weiß noch nicht, ob ich ihn den Kindern mit irgendwie ans Geschenk dran mache oder. Ja, also am liebsten würde ich ihn selber essen, aber. Ich bin eigentlich gar nicht so der Süßigkeiten-Freak. Es steht auch nicht mehr drauf, wo er her ist, aber ich glaube, es war Woolworth. Ich weiß nicht, der sieht so richtig lecker aus. Ja. Dann habe ich im 1-Euro-Laden diese Schleifen hier gekauft. Für die Geschenke. Oder vielleicht bastle ich auch was anderes draus. Mal gucken. Eigentlich hatte ich vor, wo ich die gesehen habe, dass ich mir eine Haarspange draus mache. Aber ich weiß noch nicht genau, ob ich das tue. Aber die fand ich so schön. Die glitzern halt so. Und sind halt so Jutestoff. Haben 1 Euro gekostet, das weiß ich noch. Ja, ist jetzt nicht so billig, sind nur zwei drauf, aber ich fand die wirklich richtig schön. So, die durften mit. Es ist wieder durcheinander. Dann auch im Woolworths habe ich diese Glasfläschchen. Ich habe nämlich auf Instagram ein Bild gesehen. Das möchte ich nachbasteln. Die habe ich auch zweimal, aber es liegen nur einmal hier. Ich glaube, die anderen sind noch in der Tasche. Und da will ich was nachbasteln. Das fand ich so klasse, auch mit Fimo. Also innen drin war so eine Fimo-Figur und außen war so diese Ringe, die ich habe. So Ringrohlinge. Ich habe mir das Bild auch abgespeichert und das möchte ich so in der Art nachbasteln. Und ja, da habe ich mir die jetzt mal mitgenommen. Die hat ja Woolworth immer, aber ich habe immer gedacht, ach, die brauchst du nicht. Und hatte ich sie schon mal mitgenommen, aber die sind wieder irgendwo verschwunden. Und ja, mal probieren, ob das klappt, was ich vorhab. Dann hatte ich mir im Woolworth diese Ornamente mitgenommen, die es ja auch vom Action gibt. Also ihr seht, wie teuer das hier ist. 1,49 €. Ich denke, dass sie bei Action nur ein paar Cent kosten. Aber ich fand die so klasse, gerade das große hier in der Mitte. Ja, deswegen habe ich sie mitgenommen. Aber nur, ich glaube, ich habe dieses und noch ein anderes. Also, ja, ich habe mich zusammengerissen, nicht mehr davon mitzunehmen, weil der Preis ist schon ein bisschen, ja, teuer. Aber im Bastelladen würde man für sowas, glaube ich, noch mehr ausgeben. Dann habe ich diese beiden mitgenommen. Also, die sind doppelt. Die fand ich so schön. Die sind, denke ich mal, auch Action-Style. Vermute ich jetzt einfach mal. Ich weiß nicht warum, aber es sieht so ein bisschen aus. Aber das hier ist so ein schönes Motiv. Erinnert mich an so ein Tattoo. Ich glaube, ich habe vor kurzem auch so ein Tattoo gesehen. Hatte jemand vorne so am Dekolleté dran.
So in der Art war auch auf jeden Fall so ein Schädel und dann so lauter Blumen. Auch bei Instagram habe ich das gesehen. Oder auch die Traumfänger, da gibt es ja auch so, ist das ein Traumfänger? Ja, da gibt es ja auch sehr viele Tattoos, also viele Tattoo-Bilder, die man zurzeit so sieht im Netz. Also jedenfalls, wenn man Tattoos, Seiten abonniert hat oder so, ich weiß nicht, das interessiert ja nicht jeden. Dann habe ich mir mitgenommen bei, ich weiß gar nicht, ob es Rossmann oder DM war, diese Einhorn-Dusche hier. Also dieser Kinderbadespaß mit Einhorn. Ist aber ja nicht für mich, für die Kinder, sondern für mich gedacht. Weil Einhorn, ne? Ich bin jetzt nicht so der Einhorn-Freak, aber ich ertappe mich immer wieder, dass ich doch das ein oder andere mit Einhorn kaufe. Und mittlerweile auch schon einige Sachen habe, von der Handcreme bis zur Creme, Duschbad, ach, was weiß ich, Notizblock und so weiter. Also, jetzt ist der Hype langsam vorbei, jetzt fängt es bei mir an. Dann habe ich mir auch im DM diese Tüten hier mitgenommen. Das sind diese Papiertüten. Da seht ihr, da hinten habe ich auch eingepackt schon. Also da sind schon ein paar raus. Aber ich fand die so toll mit den Sternen, weil da kann man so schön die Geschenke einpacken, so kleinere Sachen. Ich verschicke ja auch öfter mal Ü-Post oder ja, verschenke mal meine Ohrringe oder irgendwie so. Und dann brauche ich immer irgendwie was zum Einpacken. Und ich habe immer diese kleinen Tüten nicht so. Und deswegen habe ich auch die 3 € bezahlt, weil die sind wirklich schön. Also die finde ich richtig toll. Hat auch für die Halloween-Post, habe ich glaube auch ein 2, 3 rausgenommen, wenn ich mich nicht irre. Und passte auch dafür. Also auch für Halloween fand ich, passte das mit so einer orangenen Schleife. Ja, die durften auch mit. Dann habe ich mir in Tchibo diese Geschenktüten hier mitgenommen. Diese aus Pappe mit Aufklebern, Kordelband, Papiertüten, Geschenkanhänger, also das ist so ein ganzes Set, wo so verschiedene Sachen drin sind. So verschiedene. Hier sieht man was gelb, denn mit grün irgendwie. Ich weiß nicht, hier vorne sieht man die Motive so ein bisschen blau. So verschiedene Sachen fand ich total hübsch. Was das gekostet hat, weiß ich nicht mehr, steht auch nicht mehr drauf. Also billig war es nicht bei Tchibo. Ich dächte so an die 7 €. Aber es, wie gesagt, es sind ja ein paar drin. Ich fand es halt ganz schön, deswegen durfte das mit. Dann habe ich mitgenommen die 2 Stickerbögen, allerdings nicht für mich, sondern für die Kinder zum Ausmalen. Giraffe und einmal Auto. Das war allerdings bei Zeman. Die habe ich bei Zeman gekauft. Da hatten sie gar nichts an Stickern groß. Also ich weiß nicht, es hat so nachgelassen. Ich weiß nicht, ob das nur bei unseren so ist, aber ich war in 2 Zeman und ja. Bastelabteilung fand ich ziemlich mager, wenn ich ehrlich bin. Deswegen durften nur diese beiden mit für die Kinder. Dann habe ich mir im Kick nochmal diese Klammern mitgenommen mit diesem Pinguin. Die habe ich ja schon mal gezeigt im Haul, weil ich die richtig niedlich finde und der Meinung bin, ich brauche noch welche, um eben an. Vielleicht mache ich hier noch ein paar mit dran. Ja, ich habe auf jeden Fall nochmal eine Packung mitgenommen. Dann hatte ich mir im Teddy. Diese Bling-Bling-Steine, die jetzt leider schon verrutscht sind, das macht aber nichts, weil ich die ja eh fürs Schmuckbasteln verwende. Und schaut mal, wie die funkeln. Na? Na, er will nicht. Ich denke auch, dass es die beim Action gibt oder sowas, habe ich schon mal gesehen. Ich finde die so geil. Vor allen Dingen diese blauen hier unten, die sind sowas von. Also ja, ich habe die hatten auch noch andere Farben. Die hatten noch rosa, die hatten noch Silber, glaube ich, aber ich habe mir gedacht, nee, komm, eine Packung reicht und ja, ich habe ja auch eh nur 2 Ohren und schon 100 Milliarden, 1000 Ohrringe. Von daher habe ich diesmal gedacht, eine Packung reicht. Dann habe ich im 1-Euro-Laden diese, weil wir gerade beim Ohrring sind, diese Ohrringe hier mitgenommen. Und zwar mit so einem niedlichen Weihnachtsmannmützchen. Die habe ich zweimal mitgenommen, einmal für mich, einmal werde ich sie verschenken, glaube ich. Hab da auch schon jemanden im Kopf, der sich da sehr drüber freuen wird. Weil ich nämlich glaube, das Gespräch war, oh, du hattest doch mal so, ich hatte wirklich mal so einen ähnlichen. Und du hattest doch mal so einen niedlichen Weihnachtsohrringe und oh, wo hast du den nochmal geholt? Und da sag ich, glaube, es war bei Kiek. Und ja, da habe ich geguckt, da hatten sie sie nicht. Jetzt habe ich die gesehen, habe mir gedacht, komm, nimm sie ihr mit. Und habe mir natürlich auch gleich ein paar mitgenommen. Dann hatten sie dort auch im 1-Euro-Laden diesen Weihnachtsmann. Das ist eine Brosche. Also man kann das quasi an die Kleidung machen.
Und dann blinkt das wohl. Ich denke mal, dass die Augen dann blinken, vermute ich jetzt. Oder vielleicht auch die Nase, ich habe keine Ahnung. Ja, mal gucken, werde ich mir Weihnachten dran stecken. Fand ich richtig süß. Dann habe ich mir mitgenommen Kinderhaarspangen. Aber nur, weil die Motive so niedlich waren. Also die sind doppelt. Und einmal so ein Engelchen hier, was so wegfliegt. Und einmal so eins, ja, es fliegt ja auch weg, aber guckt so nach oben. Das war nicht gerade billig, aber ich hatte noch einen Gutschein von Thalia. Die gab es bei Thalia und haben gekostet 2,50 Euro. Aber ich musste die mitnehmen. Ich fand sie so niedlich. Und ja, ich werde wieder was draus basteln, ganz klar. Ist teuer, aber naja, hab sie mir mal gegönnt. Und dann habe ich mir mitgenommen, auch im Zehmann, diese Girlande mit diesem Skelett. Das Skelett werde ich hier abschneiden. Die Girlande werde ich für den Kindergeburtstag, der bald ansteht, gebrauchen können. Und die werde ich auf einen Pocketletter verbasteln. Ja. Das war mein kleiner Einkauf. Und ja, war wieder ein bisschen was, was ich gefunden habe. Ich habe auch noch ein bisschen bei DM gekauft und bei Rossmann, also jetzt so Beauty-Krams. Aber das war ein bisschen mehr geworden. Das möchte ich jetzt gar nicht alles hierher holen, weil, oh, da reichen 15 Minuten leider nicht fürs Video. Und wir sehen uns beim nächsten Bastelvideo quasi, beziehungsweise Bastelhaul oder wenn ich ein Pocketletter bekommen habe. Mal sehen, stehen jetzt noch so einige Tauschs an bei mir. Wie gesagt, das Wichteln, ich wichtle zweimal oder dreimal, ich weiß es jetzt gar nicht, ich muss mir das alles mal aufschreiben, damit ich ja nichts vergesse. Denn Pocketletter habe ich noch zwei, drei Tauschs. Ü-Post habe ich auch noch welche, die ich verpacken möchte, muss und werde. Muss vor allen Dingen, ne, Ü-Post, ich muss sie, ja, ich möchte das so, also muss ich das auch machen. Jedenfalls habe ich mir das vorgenommen. Ja, und dann ist das ja auch schon wieder rum und dann geht es von neun los. Wie gesagt, ich bin im Moment so ein bisschen mit Fimo mehr beschäftigt als mit anderen Sachen. Aber diejenige, wo ich wichtle, die wünscht sich halt Ohrringe. Also werde ich auch da wieder mal das ganze Zeugs rausholen und rauskramen. Weil das habe ich auch so ein bisschen jetzt wieder verstaut, weil das ganze Fimo-Zeug noch rumsteht. Aber Fimo macht mir im Moment halt am meisten Spaß so. Gerade die Tassen, die ich da im Moment mache, das habe ich jetzt so für mich entdeckt. Allerdings brauche ich auch nicht Zehntausende davon. Ich habe mittlerweile, glaube ich, oh, ich weiß es gar nicht, 10 Tassen oder so. Werde ich auch mal alle, wurde ich ja auch schon gefragt, ob ich sie mal genau zeigen kann, weil ich habe sie immer nur in Gruppen quasi fotografiert, also mehrere. Und vielleicht mal so einzeln, damit man auch mal die Details sieht, werde ich wahrscheinlich mal, ja, auch mal ein Update machen. Aber erst wenn, ja, wenn ich das Fimo wieder weggeräumt habe und vielleicht mache ich ja noch ein, zwei mal sehen. Und ja, dann sehen wir uns, wie gesagt, beim nächsten Video. Tschüssi!